Mindener Tageblatt. Wenn diese Töne durch die Lautsprecher der Kamperhalle zu hören sind, muss es schnell gehen. Innerhalb von 8 Minuten soll die Kamperhalle im Notfall geräumt sein. Egal ob GWD-Spiel oder Abiball. Und das Zusammenspiel zwischen dieser Meldeanlage, der Meldung, die automatisch läuft, der Brandwache, der Offiziellen der Feuerwehr, der Brandwachenhelfer, des Veranstaltungsleiters und des Betreibers, sprich meine Person bzw. Hallenwarte, die sorgen dafür, dass wir im Falle eines Falles ordnungsgemäß, in Anführungsstrichen, diese Halle dann leer bekommen. Und wir haben also hier überall, wo rot gekennzeichnet ist, die sogenannten Brandwachenhelfer. Das heißt also Südfoyer, Sportlereingangsbereich, Abgang zum Keller, Ostumgang, Backstage-Bereich zu den Künstlern hin. Damit haben wir die Erdgeschossebene mit 6 Personen entsprechend geschützt und können natürlich überall dort die visuelle Kontrolle machen, ob es irgendwo Rauchentwicklung gibt, ob es irgendwo brennt, ob es irgendwelche Probleme gibt. Und dann sind diese Leute natürlich entsprechend qualifiziert, um dann über Funk oder über die entsprechenden Personen als Security, die hier agieren, die entsprechenden Meldungen zur Brandwache hinzugeben, wenn es nicht gleich eine Brandmeldeauslösung ist. Das Sicherheitskonzept musste in den letzten Jahren etwas ausgebessert werden. Schließlich ist die letzte Modernisierung auch schon wieder 17 Jahre her. Die Tribünenauf- und Abgänge sind zum Beispiel verbreitert worden und es wurden neue Brandschutztüren eingebaut. Die Kamperhalle kann trotzdem nicht mehr alle Veranstaltungen der letzten Jahre beherbergen. Es gibt ganz punktuelle Veranstaltungen, wo die Rahmenbedingungen dieser Kamperhalle nicht mehr ausreichen. Also von Lasten zum Beispiel. Die einzige Veranstaltung, die derzeit nicht in der Kamperhalle stattfinden kann, aus den Segmenten, die wir quasi seit 25, 30 Jahren bedienen, ist das Feuerwerk der Turnkunst. Und zwar deshalb, weil die technischen Anforderungen des Feuerwerks immer größer geworden sind. Das heißt, wir haben immer mehr Lasten und wir können diese Lasten nicht bedienen. Das heißt, wir haben keine Bodenverankerungspunkte, um das für die Akteure sicher zu machen. Und wir haben auch nicht die Deckenbelastungen, um dann dort das sicher zu machen. Und deshalb, nur aus diesem Grund, ist das Feuerwerk der Turnkunst hier abgewandert.